Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, wir sind hier in Antigua und sprechen mit Alvaraz, den Admiral dieser schönen Insel hier. Und versuchen gerade allerhand Informationen über Stahlbarts Artefakt zu kriegen. Eventuell über Slane, sein Blutopferdolch und natürlich jetzt auch über Garcia, denn Crow ist ja erledigt. Crow ist erledigt. Aber wo ist Garcia? Garcia ist immer dort, wo es was zu holen gibt. Wenn ich es mir so recht überlege, ist es nicht verwunderlich, dass Mara ihn beeinflussen konnte. Der Mistkerl schlägt sich immer auf die scheinbar mächtigere Seite. Mhm. Garcia hatte schon früher Kontakte mit Händlern aus Caldera, weil er sich einen Vorteil davon versprach. Wenn du ihn finden willst, solltest du dort mit deiner Suche beginnen. Okay. Lass mich mit Slane auf die Jagd gehen. Ha! Ihr beiden seid Kindsköpfe. Mhm. Zwei Kamele in der Wüste der Selbstüberschätzung. Ja, ja. Auf der Suche nach Erkenntnis. Mhm. Komm schon, störrischer alter Kauz. Nein. Solange Slane seinen Teil des Deals nicht erfüllt, wird er keine Ausrüstung erhalten und in meinem Hafen bleiben. Was, wenn er den Dolch wirklich nicht hier hat? Wie soll ich meinen Pflichten nachgehen, wenn du mich nicht lässt? Was ist, wenn er seinen Dolch nicht dabei hat? Was, wenn er den Dolch wirklich nicht hier hat? Jetzt fängst du auch schon an. Haltet ihr mich eigentlich alle für bescheuert? Natürlich hat er den Dolch. Und er wird ihn mir bringen. Und was soll ich deiner Meinung nach bis dahin machen? Du hast sicher noch andere Aufgaben, um die du dich kümmern musst. Oder glaubst du wirklich, dass du schon bereit bist, Mara anzugreifen? Naja... Mach, was du willst. Slane soll sich an den Deal halten. Und das ist mein letztes Wort. Der Typi ist so anstrengend. Kann ich dir noch was quatschen? Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Ja, ja, Hupfingatsch. Wir haben hier... den Piratenkodex. Die 8 Regeln des Piratenkodex. Erstens, das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Zweitens, wer es findet, darf es behalten. Drittens, schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens, der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens, Deal ist Deal. Sechstens, im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens, bei einem Duell im eigenen Hafen müssen beide Gegner zustimmen. Achtens, wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. Okay. Kann man sich vielleicht merken. Na gut. Da würde ich sagen, hau mal wieder ab. Der arme Slane, wir können tun, was wir wollen. Wir kriegen den armen Kerl einfach nicht aus dem Hafen raus. Vielleicht sollten wir nochmal mit ihm quatschen. Ansonsten eventuell mal die Stadt verlassen. Vielleicht ist hier, vielleicht hätten wir das hier zum Schluss machen sollen. Bevor alle anderen Inseln abklappern. Beziehungsweise müssen wir vielleicht zuerst Garcia hier und so. Lass uns bald hier abhauen. Ja, müssen vielleicht zuerst Garcia einen Besuch abstatten. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück auf unser Schiff. Und oder überhaupt die Speicher mal. Warte kurz. Und zwar den 6., weil den 5. Nein, den 5. können wir eigentlich nehmen. Speichern. Jo. So. Gehen wir zurück auf unser Schiffchen. Wer bist du? Rick, ne? Ja. Rick. Gehen wir zurück auf unser Schiffchen und, segeln wir mal ein bisschen nach Dagarigua, wenn es funktioniert, und rüsten unser Inventar ein bisschen auf mit Grog und Rum. Und... ja. Dann mal schauen, wie es weitergeht. So, Patty. Komm mal her. Also, Patty. Garcia, der 4. Captain, hat wohl gute Kontakte bei der Inquisition. Oh, wir können mit ihr Smalltalk machen. Ja, das machen wir doch gleich, oder? Garcia, der 4. Kapitän, hat wohl gute Kontakte bei der Inquisition. Wenn wir ihn finden wollen, sollten wir zurück nach Caldera fahren. Sag mir einfach Bescheid, wenn wir unseren Kurs ändern sollen. Von einem Lufttempel hast du noch nicht zufällig was gehört, oder?
Von einem Lufttempel hast du nicht zufällig etwas gehört, oder? Ich habe viel gehört, aber davon weiß ich nichts. Und was ist mit einer Insel inmitten von magischen Stürmen? Von Magie verstehe ich nichts. Bei der Beschreibung fällt mir nur die Sturminsel ein. Ich weiß sogar, wie man da hinkommt. Sturminsel, Klingt gut. Ein Versuch ist das wert. Wie mache ich mich? Wir sollten uns trennen. Warte hier, es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Du musst uns mal ein bisschen loben lassen, oder? Wie mache ich mich? Naja, zu einem richtigen Pirat fehlt dir noch das eine oder andere. Aha, und was genau? Ich sag dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt. Was? Also passt dann alles, ne? Dann würde ich sagen, wir ändern den Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und zwar, wir können ja jederzeit hierher zurück. Ich möchte gerne nach Dagarigua und schauen, dass wir unsere Vorräte ein bisschen aufbessern können. Slane ist halt momentan, ja... Können wir derweil nicht wirklich machen, ne? Caldera. Dann können wir uns aussuchen, wo wir hin möchten. Wir fahren mal nach Dagarigua. Oder? Ja, warum nicht? Bitte, Segel setzen, auf geht's. Ich gehe mal unser Inventar auffüllen. Ich werde wieder mal so 15 Stück... Schauen, dass wir 15 Stück rum haben. 15 Stück Grog oder so. 5 davon gehen wir wieder Patty. Und dann passt das schon, glaube ich. Und da schippern wir dahin. Buß wird sich freuen, uns wieder zu sehen, glaube ich. Hoffe ich. Und dann werden wir eben schauen, tja, sollen wir dann schon bei der Sturminsel vorbeiglupschen? Könnten wir theoretisch auch machen. Wir könnten auch mal mit Eldrick versuchen zu quatschen. Wo auch immer der Gute ist. Wie geht's dir, Chani? Komm mit, okay? So, dann können wir wahrscheinlich Eldrick uns auch ausborgen, sag ich mal. Statt der guten Petty. Können wir auch mal machen. Da ist er ja, der Gute. Servus, Eldrick. Der Lufttempel ist die Quelle der Gargoyles. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Okay. Mehr sagt er nicht. Okay. Sollen wir mal ein bisschen mit Chani herumlaufen? Nee, nichts geht über Petty. Aber da wir eh nur hier sind, um Proviant aufzufüllen, brauche ich sie vielleicht gar nicht mit. Warte. Wir gehen nur mal schnell shoppen. Wir machen jetzt einen auf Shopping King. Und dann hauen wir wieder ab. So. Wir könnten es echt mal mit der Sturminsel probieren. Hi, Buß. Spencer braucht eine Lieferung rum. Also doch, gibt's doch was. Okay. Spencer braucht eine Lieferung rum. Er schickt mich, um sie abzuholen. Ach, der alte Narr hat jemand gefunden, der für ihn übers Meer schippert. Naja, ein Piratennest ohne Rum ist kein richtiges Piratennest. Da sagst du was Wahres. Wo soll ich die Lieferung hinbringen lassen? Lass sie auf mein Schiff bringen. Den Rest erledige ich schon. Gut. Sehr gut. Dann bestellt Spencer, er soll das nächste Mal nicht alles auf einmal trinken. Wenn's so gut ist, bist du selber schuld, wenn's so gut brauchst, ne? Ich brauche mehr Rum, bitte. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Wie gesagt, es ist, der hat nur 3 Stück und nur 5 Stück Grog. Was macht denn der Kerl? Weil wenn ich das ganze Zeug nämlich selber kaufe, ne? Zwei Zucker. Ich meine, es kostet mir gleich viel, als wenn ich den schon fix fertig kaufen tue, ne? Nehmen wir halt alles, was er hat. Ja, ja, ja. Vielleicht kriegen wir irgendwo mal gratis so ein... Keine Ahnung. So ein Dingens. Sollen wir uns eigentlich diesen Handspiegel auch kaufen? Das ist so eine Sache, wo ich mir selber nicht ganz sicher bin. Ja.
Ich tue mal eine Puppe weg, weil wir haben eh genug. Das tue ich auch mal weg. Die sind eh recht schwach. Ja, Offizierschwert behalte ich noch. Das tue ich weg. Da kommen drei weg. Was hätten wir denn noch? Ach so, warte. Benutzbares Blunder. Was hätten wir noch? Eine Spitzhacke kann er haben. Ein Häutungsmesser kann er haben. Radschloss. Die behalte ich noch. Diese Axt. Behalte ich vielleicht auch noch. Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Sammler oder sowas in der Art, der das gerne haben möchte. Haben wir hier irgendwelche Schüsseln oder so, die man loswerden kann? Silberteller und solche Sachen. Ja, 3000 Goldmünzen haben wir eigentlich. Weißt was? Ich werde den Handspiegel kaufen. Ich habe nämlich ein bisschen Sorge. Ganz ehrlich gesagt, dass wir das nicht mehr hinkriegen dann. Ich bin auch, weißt du was, ich kaufe auch die beiden Rezepte schon mal. Und den ganzen Zucker. Jetzt bin ich komplett pleite. Aber ich werde hier diese Schalen, Silberteller, Goldpokal, Silberpokal, die verkaufe ich mal. Jetzt haben wir da 600 Münzen, Goldmünzen. Das muss fürs Erste reichen. Ich weiß, ich bin größenwahnsinnig, aber ihr kennt mich ja. Das ist meine Natur. So, dann würde ich sagen, wir haben hier etwas Zucker. Werden wir mal probieren, unseren eigenen Rum und Grog zu brauen. Huch, nanu. So. Vielleicht klappt das ja. Hallo. So, dann wieder speichern. Hierhin speichern, okay? Jo. Rum oder Grog? Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen mal 10 Flaschen. 10 mal. Ah, das ist maximal möglich, ne? Dann würde ich sagen, wir nehmen nur 5. Und hierfür dafür 10. So. Jetzt wäre es halt echt gut zu wissen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, günstig an Zucker zu kommen. Wir haben jetzt bei der Inquisition da drüben, ne, der mir ihr Zucker fällt, ob man da irgendwie an Zucker rankommt. War da nicht sowieso eigentlich eine Kiste, die wir noch looten hätten können? Ach, was drücke ich denn? Was mache ich da? Warte mal ganz kurz. Und zwar da hinten ist das Zuckerfeld, ne? Ich baue mich mal kurz hin. Ich schaue mir das jetzt mal kurz an. Vielleicht haben wir ja das unverschämte Glück. Wir kommen irgendwie günstig an Zucker ran. Möglicherweise, also optimalerweise gratis. Und vielleicht sogar kommen wir vielleicht sogar an eine Kiste ran, wo Zucker drin ist. Das wäre dann eh gratis. Das wäre super. Mal schauen. Ein Stückchen müssen wir halt laufen, leider. Dafür liegt unser Schiff halt sehr günstig. Brauchen wir uns nur hinbohren und können dann wieder abhauen, ne? So, mal kurz speichern. Wieder einmal. Ich bin ja schon 5 Meter gelaufen. Ja, das klappt. Mal schauen, was da drinnen ist. Hoffentlich 300 Zucker. Nee, schade. Nur ein Grog-Trank der Ehrfurcht, Schrottkugeln und Goldmünzen. Leider. Hier liegen auch nicht zufälligerweise Säcke rum mit Zucker. Nein. Wäre ja zu schön gewesen, nicht wahr? Hallo. Taschendiebstahl versuchen, das können wir machen. Mehr ist nicht zu holen. Okay, haben wir noch was? Verkaufst du irgendwas von deiner Ausrüstung? Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Sand, Offiziersring. Ob der... Nee.
Stichwaffe plus 5 und Pistole plus 5. 250 ist der Wert. Viele Offiziere der Inquisition tragen so einen Ring. Und eine Fackel. Wie viel haben wir noch? 10 Stück. Brauchen wir überhaupt nichts. Sand haben wir auch noch. Wie viel? 3 Stück. Das reicht auch. Das war ein Schuss in den Ofen. Das bringt sich leider nichts hier. Du warst der Wildschwein-Typi. Jo. Wir haben immerhin wenigstens diese eine Truhe hier, ne? Schau. Eine Maki-Beere. Nehmen wir gerne mit. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas an. Eine Pfui-Nuss, die nehmen wir auch gern mit. Also Gaga-Nuss, ne? Gaga ist gleich Pfui, also Pfui-Nuss. So, da ist gar nichts. Ja, ich habe halt gehofft gehabt, dass es hier irgendwo so Zuckerbeutel gibt oder so versteckt. Irgendwie, keine Ahnung. Nein, schade, leider nicht. Leider nicht. Dann würde ich sagen, ich bohrt mich hier nochmal zurück. War es hier drin nicht, war hier nicht auch irgendwo eine Truhe? Oder Taschendiebstahl war was, glaube ich, ne? Konnte man nicht diesen Deppen da oben noch ausrauben? Diesen Mistkerl? Ah, der schläft, ne? Ah, da brauchte man 60, okay. Truhe war da, okay, habe ich mich richtig erinnert. Aber da musste ich 60 haben. Mhm. Und wo ist der Arschkopf? Hier drinnen, ne? Ah, die geht wieder. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Das würde ich nie Wenn machen. Wenn du klaust, gibt's Ärger. Bitte was? Besser du fasst hier nichts an. Du ja gar nicht. Ich glaube, ich gehe mal ganz raus. Da wäre so eine tolle Kiste für uns. Können wir beim... Gibt es da ein Fenster, wo man reinschleichen kann? Das wäre halt natürlich das Optimale. Aber ich glaube nicht, ne? Das wäre ja zu einfach. Naja, na gut, na schön. Das war dann ja wohl nichts. Vielleicht können wir bei ihm halt noch, wie gesagt, Taschendiebstahl machen. Bei dir vielleicht noch was? Lass mich bloß in Ruhe. Okay, der ist Nein, sauer. Jetzt habe ich keine Zeit. Der ist auch sauer. Gerade nicht. Da geht gar nichts. Was ist bei dir? Die Fuego rückt mein Gold nicht raus. Lass uns trainieren. Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich muss weiter. Aha, da wäre noch was. Die Fuego rückt mein Gold nicht raus. Die Fuego rückt mein Gold nicht raus. Und was habe ich damit zu tun? Du gibst mir jetzt meine 100 Goldstücke. Hör mal, ich hab dir schon 100 Goldstücke aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Nicht nur, weil ich die Sache loswerden wollte, sondern auch, weil du, als du hier ankamst, nichts hattest und ich dich ein bisschen unterstützen wollte. Das ist aber Wenn du jetzt ein Problem mit Die Fuego hast, komm bitte damit nicht zu mir. Na gut, vergessen wir die Sache. Du begibst dich in die Welt des Schmerzes. Es ist eine Frage der Ehre. Kämpfen wir darum? Na, passt schon. Na gut. Vergessen wir die Sache. So, ich muss weiter. Wir haben die Fuego sowieso ausgenutzt und ausgebeutet bis zum geht nicht mehr. Und ja, ich bin einfach ein viel zu lieber Mensch. Ich scheue den Kampf, ich weiß es eh. Sollte ich nicht tun, sind ja auch Erfahrungspunkte. Aber ja, ich bin halt einfach Was soll das? Zu lieb. Warum schleichst du hier rum? Ich schleich gar nichts rum. Wenn du klaust, gibt's Ärger. Das würde ich nie tun. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Meine Güte, ey. Die sind aber auch gestresst, alle. Hallo, steht der Depp jetzt gleich mal auf? Hallo. Ich brauche ein Bett. Ich versuch's mal hier. Versuch mal bis mittags zu schlafen. Das ist nicht in Ordnung. Recht gut. Oh. Pass bloß auf. Boah, das war gut. Ich bin jetzt schon weg. Wenn du klaust, gibt's Ärger. Will ich tun? Geht's dem gut? Überleg dir gut, was du vorhast. Hallo? Mal schauen, ob's so geht. So gut bin ich auch nicht. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. 45. Also versuch gar nicht erst zu klauen. Alter, Kerl.
Achso, den musste ich aufwecken. Der hätte geschlafen bis zum Nimmerleinstag oder was. Warte mal. Warte. So, Ausrüstung. Amulett. Was haben wir denn hier? Da gibt es hier irgendwas, was wir da mit Diebstahl haben, ne? War das ein Ohrring? War das ein Finger? Diebeskunst plus 15. Reicht das? Diebeskunst 50, das reicht. Hallöchen. Und Taschendiebstahl. Nette Ausbeute. Ja, das reicht. Das ist gut. Dann wären noch 5 Punkte, wären noch super. Warte, jetzt haben wir 50, ne? 10 Punkte wären noch super gewesen. Und da haben wir nichts mehr, ne? Wir haben weder Ring, also Ring, genau. Wir haben weder Amulett noch sonst irgendwas, was uns Diebeskunst verschafft, ne? Nope. Das ist natürlich nicht gut. Ein Ohrring auch nicht wirklich, ne? Nein. Ach, Dreck. Ich rüste auch kurz mal den Ring wieder um. Zu Ruhmbonus. Wie viel haben wir eigentlich Ruhm? 11.000. Bursche, wirklich, das ist echt viel. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hin investieren soll. Ich lasse es mal fürs Erste. Aber wir sind brav am Sammeln. Das ist ja schön. So, gut. Da würde ich sagen, das hätten wir auch schon mal. Oh je, der Part ist auch schon wieder vorbei. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier mal. Und im nächsten Part, ja, mache ich ein kleines Eni-Meni-Mu. Schau, wer dran ist. Und, werde dann einfach, ja, entweder werden wir dann zur Sturminsel mal vorbeischauen und hoffen, dass wir da weiterkommen. Oder wir werden uns mit Garcia und so beschäftigen. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!